Willkommen zum dritten Teil des Forums, dieses Tutorials in Sachen Zeichnung. Hier ist das Musterteil. Ich mache das jetzt nochmal im Schnelldurchlauf und für die Grecks natürlich dann, wer extra Punkte haben will an der Klausur, der bekommt die mit Form- und Lagetoleranzen sowie mit Toleranzen an sich, wie ihr auf eurer Zeichnung seht. Das ist das normale Teil. Wie gesagt, empfohlen, ihr wählt die Top-Ansicht. Ihr geht in die TestDraw Workbench, sagt eine neue Zeichnung, und zwar nehmen wir den A4 Portrait ISO, öffnen. So, jetzt habt ihr die Sache drin und dann wählt ihr das Teil aus und eine Ansicht, Projektionsansichten, wenn gefordert. Wir wählen hier im dritten Tutorial nur eine normale Ansicht. Die verschieben wir. So, und dann gehen wir etwas größer. Komm, beweg dich. So, ist das etwas größer. Und in die Bemaßung rein. Die Page könnt ihr natürlich abändern hier. Und das wäre das Level hier, könnte man sagen, hier Draufsicht. Okay. Und jetzt bemaßen wir die Teile. Wir wählen die Außenkante. Soll ja hier jetzt nur eine Schnellsache sein. Hier sagen das Maß. Im Maß selbst haben wir die obere und die untere Toleranz. Angegeben ist minus 0,05. Und wenn ich hier reindrücke, sollte das aktualisiert werden. Da ist es. Und es gibt die Möglichkeit, ihr habt eine Symbolbibliothek zur Verfügung. Hier fürs Tutorial habe ich jetzt nur die normale Toleranz drin. Das ist bei Tutorial hier. Das sind normale SVG-Dateien, die ihr laden könnt. Das ist hier das Viereck, das hier reinkommt. Hier unten liegt es. Zieh das rein wieder. So, es ist natürlich groß und die Schriftfarbe ist anders, aber es soll fürs Tutorial reichen. Das ist 0,2 als Scale. Und sollte er übernehmen, da ist es, hier heranschieben als Viereck 0,2, dann die Symbole ausschalten. Wer an der Klausur noch ein paar extra Punkte haben will, kann natürlich das, als, weil ihr speichert das ja als SVG ab, unter Einstellungen die Punkte noch wegmachen mit 0, die Draufsicht ausschalten, Draufsicht wieder einschalten, und dann sind die, so wird es dann ausgedruckt. Wer das so ausdruckt, hat mindestens 10 extra Punkte. Okay, dann war es das für das Tutorial. Form- und Lagetoleranzen, und die liegen bei euch im normalen Verzeichnis. Wer das so zu Hause installiert, kann das nachinstallieren. Da gibt es hier eine Symbolbibliothek. Oder halt die SVG-Dateien einfach in den Ordner legen, wo auch die Datei liegt. Bis zum nächsten Mal.